Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Adventskalender. Und ich freue mich unglaublich, dass ich euch und dich jetzt über diesen 24 Tage hier begleiten darf. Das ist ein ganz besonderer Adventskalender, denn ein neurosomatischer Adventskalender, was ich dir ausgedacht und liebevoll zusammengestellt habe. Und noch etwas ist Besonderes dran, und zwar, dass dieser Adventskalender primär die Umsetzung deiner Heilung fördert. Ja, und gleich heute am ersten Tag die erste Inspiration. Heilung ist eine Reise und kein Ziel. Heilung ist eine Reise und kein Ziel. Ich glaube, dieser Satz fasst die Essenz der inneren Wandlung zusammen, die viele Menschen durchlaufen, nachdem sie traumatische Erlebnisse oder Lebenskrisen hinter sich gelassen haben. Oftmals neigen wir dazu, Heilung als einen festen Zustand zu betrachten, als Erreichen eines fernen Ziels, das uns endlich Freiheit und Glück bringen wird. Doch in Wahrheit ist Heilung ein ganz dynamischer Prozess, der Geduld, Mut und die Bereitschaft erfordert, sich mit unseren Emotionen auseinanderzusetzen. Es beginnt mit der Akzeptanz, dass Schmerz Teil des Lebens ist und wir die Fähigkeit besitzen, durch ihn hinauszuwachsen. Wir werden Haltestellen, Staus und Umwegen begegnen, sobald wir uns für den Weg der Heilung entscheiden. Auch dieser innere Prozess ist wie in unserem realen Leben. Wenn wir reisen, egal wohin und wie weit, werden es mal Hindernisse, Umsteigen oder eine Rückkehr dabei sein. Und auf dem Weg zu dem lang ersehnten Gefühl von Zuhause in unserem Leben und im Körper begegnen wir noch etwas ganz Wichtiges: dem Mitgefühl mit uns selbst. Es ist der sanfte Begleiter, der uns daran erinnert, dass wir nicht perfekt sein müssen, um heil zu sein. Mitgefühl erlaubt uns, in Momenten der Schwäche Verständnis für uns selbst zu entwickeln, anstatt in Selbstkritik zu verfallen. Es ist die Stimme, die uns ermutigt, unsere Bedürfnisse zu erkennen und sie ernst zu nehmen. In der kalten Jahreszeit, wenn die Dunkelheit auch länger verweilt, kann Mitgefühl wie ein wärmender Mantel wirken, der uns schützt und behütet. Und nun die Einladung für dich, zu einer kleinen Übung in die Umsetzung zu gehen. Hinter diesem ersten Türchen möchte ich dich ganz persönlich dazu einladen, dass du dir für diesen 24 Tage ein schönes Büchlein bereitstellst. Denn wir werden auch einige Übungen machen, vielleicht Reflexionen und Einladungen wirst du bekommen. Und womöglich möchtest du all das, was du erkannt hast oder was du an Übungen vielleicht gemacht hast, notieren. Und jetzt zu diesem ersten Türchen gleich noch die Einladung. Heilung ist eine Reise und kein Ziel. Ich lade dich dazu ein, dass du über diesen Satz für deine eigene, ganz persönliche Heilung etwas nachsinnst. Das kannst du auch sehr, sehr gut machen, wenn du zum Beispiel einen Spaziergang machst und dass du darüber nachdenkst, was bedeutet für dich eigentlich Heilung? Wann bist du denn geheilt? Wann ist es soweit, wo du sagen würdest, ich bin von meinen kindheitlichen Wunden weitgehend geheilt? Viel, viel Entdeckungsspaß und Freude dabei. Und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Türchen. Alles Liebe, Gabriela.